Servus YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 17 Trainerkarriere hier bei mir auf meinem Kanal beim 1. FC Kaiserslautern. Wir haben im Pokal gut gespielt, müssen das jetzt aber auch auf die Liga übertragen. Ihr seht 10 Spiele, 8 Punkte, letzter. Damit letzter und das kann alles nicht sein. Ja? Wir spielen jetzt am Sonntag gegen Sandhausen und müssen da natürlich was tun. Wir spielen auswärts in Sandhausen und gucken mal, ob wir da was umbauen müssen. Ich glaube, die könnten alle ein bisschen müde sein. Ja, also wir bringen auf jeden Fall, obwohl Kerk ist auch müde. Komm, bring aber Kerk für Moritz. Stieber für Halfa. Und Hoffer für Sua. Ja. Weil ansonsten sehen die alle recht müde aus und bringen noch Heubach für Wutschuhe, ja, und Mucha weil für Mwene, weil die alle ziemlich müde sind hier mal. Ja. Cibilke immer noch verletzt und der Rest immer noch am Trainieren. Und dann nehmen wir mal noch den guten Jendrisek mit für Sua. So, so lassen wir es, so spielen wir. So spielen wir auswärts in Sandhausen und gucken einfach mal, ob wir nicht wenigstens 3 Punkte holen können, ja, damit wir uns hier mal vom 18. Platz irgendwo wegbewegen, weil das kann ja alles nicht sein. So, wir simulieren natürlich nicht, wir spielen auswärts in Sandhausen, die hinten weiß, wir in, nein, möchte ich nicht, nein, möchte zurück. No. Ich möchte natürlich im Auswärtstrikot spielen in Schwarz und Sandhausen in Weiß zu Hause. Das ist klar und auf geht's. Im Waldstadion in Sandhausen. In Sandhausen vor allen Dingen. Verbrecher, Versprecher, man kennt ihn. Ja. Und dann gehen wir rein. So, und da sind wir auch schon. Waldstadion in Sandhausen. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Wir sind einer der offensivschwächsten Vereine. Wir haben nämlich erst 6 Ligatore erzielt in 10 Spielen und das geht gar nicht. So, und auf geht's. Sandhausen mit dem Anstoß in Weiß, wir in Schwarz. Kulowitz hat den Ball. Parada. Boten. Linzmeier. Mucha hat den abgefangen. Und Kerk. Stieber. Stieber kann spielen, da ist Kerk. Sehr schön. Angriff läuft. Stieber und Tor. Torwartfehler. Nach dieser Flanke von Kerk kommt der Ball zu Stieber und der stoppt den noch mit der Brust, macht sich da noch selber Gefahr draus, aber kann immerhin nach knapp 6 Minuten im Tor der Sandhausener unterbringen und macht damit sein erstes Bundesliga-Tor und wir gehen auswärts mal in Führung, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Kulowitz, Linzmeier, wieder Kulowitz. Zoller, keine Anspielstation, jetzt ist Ziegler da. Stieber. Kerk. Da ist Kerk. Immer noch Kerk. Hatten sich da ein bisschen weit zurückgelegt. Kämpft aber gegen Gordon hier, um den Ball nochmal zu kriegen. Kosetzki. Kosetzki kann da vorbeigehen. Everton und Woten behaken sich da. Woten bleibt Sieger. Da ist wieder Kosetzki und Polasbeck. Ecke Sandhausen. Wird getreten von, kann ich nicht lesen. Jetzt weiß ich von Pledel. Und was gab's? Abseits. Ne, ja doch, abseits. Freistoß für uns ausgeführt. Mucha. Rübergelegt auf Everton. Der auf Tim Heubach. Ziegler. Osave spielt nach außen. Kriegt den Ball auch wieder zurück. Kulowitz mit dem Fuß dazwischen. Roten und Kerk. Ach, Fehlpass gedöns im Mittelfeld, aber Heubach holt sich den Ball zurück und Schiri pfeift voll.
Schnell ausgeführt, oder? Ja, zu Kuzapasu führt aus zu Kosetzki. Wieder Kosetzki, der sich da durchzanzen kann und 1-1. Sieht irgendwie aus wie Dennis DGTV, der Kerl. Schöne Grüße an den Dennis an der Stelle. Heubach. Jetzt mal den Ball laufen lassen, Zoller. Stieber kommt da nicht vorbei. Da ist ein Sandhausener Fuß dazwischen gewesen. Parada. Sukuzapasu, Woten und Hoffer. Hoffer organisiert sich den Ball und Hoffer kann gehen, weil Hoffer hat Platz. Hoffer hat Platz. Da kommt der Pass und der Pass kommt auf Zoller und Simon Zoller 2-1, 26. Minute. Gut gesehen, sah gut aus und Zoller macht sein zweites Bundesliga-Tor und wir gehen wieder in Führung. Linzmeier. Hoffer spielt den Ball ins Aus. Einwurf für die Sandhausener ausgeführt von Kosetzki. Ball kommt wieder auf Woten. Woten dreht sich da gut. Oh, wow, wow, wow. Da ist Aligi mit diesem scheren Tritt aber am Ball vorbeigesprungen. Meine Güte, wir können es auch nicht glauben als Trainer, dass man so an einem relativ einfachen Ball doch vorbeifliegen kann. Jetzt Mucha rausgeköpft, Paurada und wieder Mucha, der da in Bedrängnis zum Einwurf klärt. Also ich muss sagen, wir spielen hier gut mit, führen natürlich momentan auch 2-1. Ich bin ehrlich, ich habe es mir natürlich auch eins einfacher gestellt, obwohl ich immer noch bemängele, dass der Schritt zwischen, für mich zumindest, da ich ja, ich spiele zwar schon lang FIFA, aber ich bin ja mehr Gelegenheitszocker, weißt du? Ich zocke ja nicht jeden Tag, spiele nicht jeden Tag 40 Spiele in der Weekend League oder so, ja. Osave Stieber aus der zweiten Reihe abgefälscht. Ja, spiele ja nicht jeden Tag und deswegen finde ich für mich persönlich, Moment, da klingelt das Telefon, bin gleich. So, da sind wir wieder und dann geht es auch direkt weiter hier, Spiel fortsetzen, ja. So, da haben wir da nochmal gesehen, da gibt jetzt Eckball. Eckball für den FCK ausgeführt von Kerk. Ball kommt. Wir kriegen den nicht. Pledel kann den mit so einem Scherenschlag, den Aligi eben auch probiert hat, raushauen. Aber wir verlieren den Ball hier in der Situation. Aber Tim Heubach ist schneller als der Gegenspieler und damit geht es auch wieder nach vorne. Und zwar über Kerk, der mir im Mittelfeld recht gut gefällt. Mucha. Hoffer. Schöner Ball auf Osave, der den hier aber verliert, bevor er auf die Seite legen kann, wo noch Leute mitgelaufen waren. Jetzt wieder Pledel, der eben für die Rettungstat verantwortlich war, der hier mit uns mit einem Hackentrick verarscht und der Ball kommt tatsächlich bei Woten auch an. Und jetzt langer Pass von Klingmann nach vorne. Mucha und Pollersbeck. Da musste Mucha mit dem Kopf so hingehen und seinen eigenen Torwart prüfen, ohne Ende. Linzmeier. Wir spielen da hinten immer noch zu aufgeregt in der Abwehr. Aber Kerk hat das Ding. Erstmal Ruhe ins Spiel bringen. Aligi, nach vorn dürfte jetzt Platz sein. Stieber. Gäbe auch Freistoß für uns. Osave. Osave mit einem langen Ball auf Hoffer und Knaller im Tor hat den Pass abgefangen. Ja. Und das war's, Halbzeit. Halbzeit, wir führen 2-1. Auf den anderen Plätzen führen die Münchner Löwen, die ja jetzt gestern leider Gottes abgestiegen sind, in die dritte Liga. Und da gab es auch Eklats und Ausschreitungen. Leute,
Weißt du, ist alles nicht schön, aber auf jeden Fall, Jahn Regensburg, willkommen in der zweiten Liga. Tut mir leid für die Löwen, ist ja unser Partnerverein. Fürth gegen Braunschweig hier auf jeden Fall virtuell 1-0. Fürth liegt zu Hause zurück gegen Heidenheim 0-2. Und Hannover führt zu Hause gegen die Erzgebirgler aus Aue ebenfalls mit 1-0. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Könnten eigentlich drinbleiben, außer Everton. Everton tut mir da so ein bisschen leid. Nur wir, und wir müssen, der ist nämlich ziemlich platt. Wir bringen Stipe Wutschur, geben Tim Heubach die Kapitänsbinde und lassen das vorerst mal. Der Zoller Simon ist auch nicht so fit, aber ist unser stärkster Stürmer. Deswegen, ja komm, wir lassen es mal. Der Simon kann auf jeden Fall spielen bis zur 70. Das dürfte wohl drin sein. So, dann gehen wir mal das Spiel fortsetzen. Wechseln, haben Anstoß zur zweiten Hälfte. Und auf geht's, Ball bei Kerk, dem Antreiber im Mittelfeld. Mucha wieder auf Kerk. Hoffer. Stieber. Stieber, schöne Ballstaffette jetzt gespielt. Wieder Hoffer, der sich da anbietet, kann den Ball auch wieder zurückspielen. Stieber muss er sich drehen, macht er auch. Aligi kommt da nicht durch, da ist jetzt Zoller. Zoller hat das Ganze genutzt und Zoller macht 3-1. Verwirrung im Strafraum der Sandhausener und diese Verwirrung nutzt Simon Zoller eiskalt aus. 3-1 macht sein drittes Saisontor und heute hat er davon 2 gemacht. 50. Minute, Kaiserslautern führt 3-1 auswärts in Sandhausen. Kosecki. Kulowitz, der da noch gelb bekommen hat, wegen dem Foul kurz vor Ende der ersten Hälfte. Aligi, schnell nach vorne gespielt. Stieber. Stieber. Hoffer. Wollte die Flanke bringen. Gordon köpft ins Tor aus und deswegen Ecke Kaiserslautern. Ecke für uns, getreten von Kerk, diesmal von der anderen Seite. Wutschur, Osave, wird aber gehalten von Linzmeier, habe ich doch da was gesehen. Ist aber direkt hinterher, kann sich den Ball auch wieder organisieren. Das Ganze ohne Foul, Ball schon wieder bei den heute schwarztragenden Lautern. Da ist Kerk, Kerk und Kerk. Probiert es mal aus der zweiten Reihe, nicht ganz so zielsicher heute. In der 58. Minute dieser Schuss. Abstoßknaller kurz ausgeführt auf Gordon. Paurada kämpft da mit Stieber. Stieber organisiert sich den Ball wieder. Kerk. Kerk. Aligi wieder Kerk. Wo ist die Anspielstation? Die ist nicht da. Und deswegen verliert Kerk den Ball an Kulowitz. An Kulowitz, der den schnell nach vorne spielt. Da ist Bredel. Bredel, Linzmeier, da hinten haben sie den guten Kosecki alleine laufen lassen und da kommt Heubach und stürmt auf den Kosecki ein, hat ihn meiner Meinung nach ein bisschen umgeworfen. 63. Minute, Sandhausen wechselt wir ebenfalls, weil unsere ganze Offensivreihe ist ziemlich platt. Zoller hat heute genug getan, 2 Tore gemacht, geht raus. Halfa kommt für Stieber. Ja, und ansonsten war's das dann? Und Spiel fortsetzen. So, dann dürften die Wechsel durch sein. Da gehen jetzt eben die 2 Lautra noch. Und dann haben wir hier die Ecke für den SV Sandhausen, die Markus Karl neu ins Spiel gebracht haben. Ebenfalls ehemaliger Lautra. Pledel. Heubach. Ziegler. Kerk, Hoffer, Mucha. Ball schnell weitergeleitet über Halfa und Osave wieder auf Mucha. Mucha bringt die Flanke, wird aber abgehalten von Paurada und dem Rest des Sandhausener Haufens, der da hinten irgendwie rumoxidiert. Kulowitz, immer noch gelb vorbelastet, ist aber immer noch auf dem Platz, weil bei Sandhausen gab es erst einen Wechsel. Wir haben ja schon 3-mal gewechselt. Halfa.
Halfa. Der ist noch frisch, kam gerade erst frisch rein. Spielt auf Osave und Osave geht da dem Ball nicht hinterher, was ich nicht verstehe. Aligi und Heubach entschärfen die Situation. Und Ziegler verliert einen Zweikampf gegen Kulowitz. Pledel schon wieder, aber Stipe Vucur kann da den Fuß dazwischen halten und den Ball ins Aus transportieren. Stipe Vucur, der übrigens wechselt, der den ersten FC Kaiserslautern, glaube ich, verlässt, genauso wie Marcel Gauss. Dafür neu ins Team gekommen, schon ein Australier, ein australischer Stürmer von Brisbane Roar. Ja, während Daniel Halfa jetzt hier zu einem Angriffslauf ansetzt, über die Flanke kommt und der Ball kommt sogar, aber er kann ihn nicht mehr vor der Auslinie drehen. Auf jeden Fall, Borello heißt der gute Mann, der da von Brisbane Roar zum Betzenberg wechselt zur neuen zweiten Bundesliga-Saison. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was der kann. Ist auch australischer Nationalspieler. Ja, mal schauen, ob der für ein paar Tore sorgen kann. Es muss da auch was passieren. Wir müssen mehr Tore schießen. Wahrscheinlich kriegen wir auch einen neuen Trainer. Ja, ich denke nicht, dass Norbert Meyer bleibt. Tut mir auch leid für den, aber was willst du machen? So ist Fußball. So, 8 Minuten noch zu gehen. Wir verteidigen inzwischen recht gut, auch wenn Weiland da jetzt hinkommt. Ein Pollersbeck mit einer Glanztat in der 84. Den haut Jendrisek mal weg. Völlig ungeplant und ungezielt. Pau Rada spielt zurück auf Knaller und Knaller bringt den wieder ins Feld. Pledel. Woten. Woten nimmt harten Zweikampf mit Vucur, den dieser schließlich für sich entscheiden kann. Ball bei Aligi. Halfa. Jawohl, da hat Hoffa, glaube ich, so getan, als hätte der den Ball ein bisschen verstolpert. Und da ist jetzt Jendrisek! Und da wird er aber gefoult, meiner Meinung nach, von... Wird auf jeden Fall gefoult. Hab's nicht richtig gesehen, aber ich glaube, es war der Game Vorplatz. Ich spiele wieder Pollersbeck mit einer Glanztat. Kein Wunder, dass viele Erstligavereine an dem dran sind. Der wird, glaube ich, zum HSV wechseln, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, dafür haben wir den 19-jährigen U21-Torwart in den Profikader berufen. Und Jendrisek wieder mit einer Glanztat. Und jetzt ist Halfa schneller, lässt sich den Ball aber abjagen. Und dann ist es zu Ende. Wir gewinnen mit einer guten Mannschaftsleistung auswärts 3:1 endlich mal gegen den SV Sandhausen. War ein schönes Spiel. Hat mir gut gefallen. Pollersbeck ganz klar die Nummer 1. Da kannst du sonst nichts machen. Ja? Wir waren gut. Wir haben gut gespielt. Die anderen Endergebnisse. Die Münchner Löwen gewinnen 1:0 gegen Braunschweig. Fürth verliert zu Hause 1:3 gegen Heidenheim. Und Hannover 96 und der FC Erzgebirge Aue trennen sich 1:1 unentschieden. Naja. Trennen sich 1:1 unentschieden. Okay. So, es sind mal wieder keine Objekte verfügbar. Warum er mich auf den Posteingang leitet, ist mir völlig schleierhaft. Ja. Und wir schieben uns tatsächlich mit 11 Spielen und 11 Punkten jetzt 4 Plätze nach vorne und gehen nochmal schnell rein zum Abschluss der Folge ins Training. Simulieren da alles, gucken mal, ob es da irgendwelche Upgrades gibt. Jawohl! Pollersbeck, Julian Pollersbeck steigt auf eine 72er Gesamtbewertung. Hat. So, Training beendet. Auch die Folge beendet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, Video Daumen nach oben da lassen. Auch wenn ich weiß, dass FIFA jetzt natürlich ein bisschen kränkelt, ein bisschen abstürzt, weil Team of the Season ist draußen. Die ganze Saison ist rum. Man hat nicht mehr so viel Bock. Aber bis FIFA 18 wird es noch dauern bis Ende September. Also können wir ruhig bei FIFA 17 noch ein bisschen bleiben. Wir haben ja erst Juni, wenn ihr diese Folge seht. Ne?
ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn dem so war, wenn es euch gefallen hat, Video ein bisschen Bewertung da lassen. Und haut rein, Leute. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.